Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 Rise of the Republic. Und wir haben letztes Mal. Was haben wir da gemacht? Wo wollte ich mit dem denn hin? Ich weiß es nicht mehr. Oh Gott. Wo wollten wir hin? Also, das ist unsere Hauptstreit. Oh, wollten wir nicht irgendwie da hoch? Ja, da sind wir ja gerade mit den beiden, mit Wolfpack und der Grünen Legion. Genau, da. Ah, ja, genau. Und dann da unten geht's dann weiter. 212. Oh, da ist ja noch jemand. Ach, krass. Minus 8 Nahrung. Wir brauchen Brot. Wir brauchen Brot. Wir brauchen. Ja, öffentliche Ordnung, wenn wir hier so viel Brot fabrizieren. Ach, wir haben. Wir müssen ja bei diesem Let's Play noch ein bisschen auf unsere Nahrung schauen. Ich meine, auf unser Geld schauen. Ich bin jetzt so verwöhnt von unserem. Rom-Let's Play, das habe ich gerade aufgenommen. Das ist ja. Was waren die eigentlich? Wie der aussieht. Oder die? Warte mal, wohin? Der segelt nach da. Ja, warum segelt der nach da? Segelt der wegen der Sezession dahin? Das könnte durchaus sein. Okay, dann segel mal weiter da. Konföderation, Abtrünnige. Was bist du für einer? Du gehörst noch zu mir. Das ist nett. Good to know. Gut, ich glaube. Du kannst mal ein bisschen stehlen. Du scoutest mal ein bisschen. Wahrscheinlich habe ich den gerade runtergeschickt. Entschuldigung. Deswegen kulturelle Konvertierung in Verruf bringen. Dann konvertiere ich mal weiter. Du bleibst da. Du hast dich bewegt. Du hast dich noch nicht bewegt. Dann. Oh nein. Geht gar nicht. Dann du gehst. Ja, auch dahin. So, jetzt hat er aber. Wie sieht es eigentlich mit unseren Kindern aus? Das ist so heftig. Und bei den anderen Let's Play habe ich nirgendwo annähernd so viele Kinder. So, eine Heirat. Heiraten? Heiraten. Heiraten? Heiraten? Nee. Okay. Was hast du für eine? Eine eingebildete Ehefrau hast du bekommen. Und ein erfolgreicher Ehemann. Plus 30 auf Kinder. Ich habe ja noch so wenig. Mann für alles. Und schickliche Frau. Ja, das ist doch auch schön. Schickliche Frau auch. Und ehrgeiziger Mann. Genau. Ah, das passt auch. Das passt doch alles. Bin mal gespannt, wie lange Rise of the Republic noch läuft. Wir werden auf jeden Fall probieren, das so zu gewinnen. Also die Inseln werden wir noch befreien. Aber die Frage ist, wir haben ja. Wir haben. Soweit ich weiß, ja ein Riesen. Also ich weiß nicht, ob er, der da oben unser Militärverbündeter ist. Ich denke aber ja. Also der süße Türkisne da. Weil wenn das so ist, ey, geht du, hör bloß auf. Du hast eine Polybolos. Aber glaubst du, du kannst gewinnen? Weil das da sind ja Popel-Einheiten, die da sind gut. Und du hast ja lateinische. Nee.
Etruskische Bogenschützen geholt. Ja, komm, hallo? Das spielen wir. Das wird gespielt. Das Gute ist, dass die stationär sind. Das heißt, es bringt denen gar nichts. Das bringt dem gar nichts. So, vor allem, es regnet auch noch. Das sind die da. Genau, die stehen einfach da. Super. Wir müssen versuchen, ihn. Ah, hier kommt er hin. Und so. Viel Spaß. Ich führe mal ein bisschen vor, bis er kommt. Und das finde ich cool. Weil das ist ja echt realistischer. Weil damals gab es ja noch keine einheitliche Legion, Armee, blablub. Also es gab schon eine Berufsarmee, das schon. Aber sie waren nicht so professionell und vor allen Dingen nicht einheitlich gekleidet wie, also das war zu der Zeit noch keine. Und deswegen im normalen oder im Original, sage ich mal, Rise of the, nee, nicht Rise, sondern Alter, das hat gesessen. Im normalen na, Total War haben die ja alle einheitliche Uniform und so weiter. Und das war wirklich ja erst nach einer Zeit so. Das Krasse ist, die haben ja auch noch mal Munition. So, eine satte Salve will ich hier sehen. Und jetzt gehe ich mal außen rum. Warte, vielleicht nicht mit allen. Der da soll die schon noch ein bisschen unterstützen. Und die kommen mal hier hin, der kommt mal dahin. Und die marschieren mal hier hin. Also die werden dann selbst in die Zange genommen. Das stimmt schon. Aber die da halt auch. Okay, dann unterstütze ich die jetzt mal. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Na, die wurden jetzt abgefangen, das ist nicht gut. Das ist nicht ganz so gut. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Versuche den jetzt mal zu umrunden. Wie zurück, ihr sollt vorstoßen, nicht zurückkehren. So, weil das mögen die gar nicht, in den Rücken angegriffen zu werden.
Aber ich mag das auch nicht. Ich will das auch nicht, selbst in den Rücken angegriffen zu werden. Ah, okay. So, ich stoß mal komplett. Ja, von hinten angegriffen, ne? Ja, das ja, war jetzt zu optimal gedacht. Ja. Er hat es gut gemacht. Er hat die Söldner vorgeschickt und seine Hauptarmee, also quasi seine Haupteinheiten, die Ensis Centurie, hat er noch zurückgelassen. So. Wieso können meine eigentlich nicht blau sein? Das ist viel cooler, also eine sehr viel coolere Farbe. Ja, aber am Anfang war ich noch guten Mutes, weil die Sperrkämpfer haben denen echt gut Schaden zugefügt. Na, okay, jetzt. Jetzt ist es vorbei. Schade, er hatte gehofft, dass ich seinen General noch mitbekomme. Ja. Aber 700 getötet, das war gut. Hier, ja. Also diese Einheiten haben halt das meiste gekillt. Die haben halt zusammen gut 400 getötet. Die da haben zusammen 300 gekillt. Und die da waren auch sehr gut. Ja, das war nicht schlecht. Tja. Das Problem wird jetzt sein, dass der da wahrscheinlich jetzt auch kommt. Bevor ich das wieder zurückerobern kann. Oh Mann. Was ist das? Nee, oder? Ach, so ein Popel. Echt jetzt? Der schnappt es vor meinem Kopf für Gesicht weg? Erlass annulliert, ja genau. Nahrungsmittelknappheit. Oh, echt jetzt. Das ist doch echt zum Wegwerfen. Warte mal. Jetzt hier aber. Oh nee, oder? Warte mal. Jetzt hat er das, das so weggeblockt. Siedlung verloren, Provinz umstritten, Last annulliert. So, und was war das denn das jetzt für eine Aktion? Räter? Was sind Räter? Wer ist Räter? Räter da. Drachuna. Oh. Oh. Warte mal. Warte mal.
Das könnte halt jetzt echt interessant werden, wenn Trachuna, das sind ja die, wenn die jetzt auf die Seite von meinen Feinden gehen. Na gut, das wird auf jeden Fall interessant. Was ist los mit dir? Jetzt plünderst du echt hier? Du hast echt nichts zu tun. Attentat. Oh, jetzt habe ich kein Geld. Warte. Dann machst du das mal nicht. Jetzt habe ich ja schon so viele Generäle zur Verfügung. Danke. Und ja, jetzt habe ich kein Geld, um das zu machen oder was? Um das auszunutzen. Ja, weil was soll ich jetzt mit dem machen? Wahrscheinlich nichts. Die sind doch so blöd. Warte, hier kann ich Steuersatz habe ich schon. Hier habe ich auch Steuersatz. Hier habe ich nichts. Hier habe ich auch Steuersatz. Ach ja, genau, ja, sage ich doch, die haben das jetzt wieder zurückerobert. Sieht wohl so aus, als. Hä? Ich kann doch ein Ding so. Ihr könnt noch einen Erlass erteilen, aber wo? Warte, hier kann ich nicht, da kann ich nicht, da kann ich nicht, und da kann ich auch nicht. Hä? Wo denn? Da ist Steuer. Da ist Steuer. Da ist nichts, weil wegen dem da. Da ist Steuer. Da ist nichts. Oh. Upsi. Und da ist Steuer. Hä? Was soll ich denn? Soll ich denn bitte? Ah, vielleicht da. Ach ja. Wie wär's mit Steuern? Warte, nee, wie wär's mit Essen? Oh Mann, jetzt habe ich vergessen, den loszuschicken. Ach, ich bin doch ein Trottel. So. Das wird aber interessant. Also, ich wette, wenn ich den Räter oben angreife, dass sich der dann auf Seiten von den Rätern. Ui, noch ein. Oh, noch eins. Auf die Seite von denen stellt, weil das seine. Ja, noch einer. Ah, was?
Was? Willst du mich verarschen? Die ist Level 2 und meine war Level 1 Million. Das ist ja heftig. Ja, soll mir gleich sein. So, jetzt als nächstes geht da hier hin. Hier, Wurstebrot. Öffentliche Ordnung. Dann gehe ich mal hoch. Du gehst mal da rein. Du gehst dahin. In Richtung. Eins, zwei, drei. In Richtung so. Und du kümmerst dich mal um die Abtrünnigen. Knapper Sieg. Echtes? Der hat überlebt? Wie, der hat überlebt? Das geht mal gar nicht. Der überlebt nicht. Der überlebt das nicht. Echt, der Sabina, warte mal, wer ist der Sabina nochmal? Shoot, das ist mein Klientel. Boah, das ist so nervtötend. Ja, und der hat es natürlich auch. Alter. Und wer ist der? Räter. Oh nein, der mag mich sogar. Oh. Vier. Militärbündnis. Insgesamt 100 Einheiten des Types. Aktuelle Zahl 5. Okay. Ja, da muss ich auf jeden Fall die da noch vernichten. Oh nee, oder? Warte mal. Dann mache ich den da weg. Dann kann ich hier wieder das hochpushen. Ist ja jetzt echt nervig. Jetzt bin ich den ganzen weiten Weg hochgestiefelt. Nur um von den hier. Tja, was macht ihr jetzt? Was macht ihr denn jetzt? Ja, bleibt nichts. Oh. Hä? Wie, ich bin doch schon bei dir drin. Also, hä? Ja. Eigentlich wäre es sogar lustig, wenn der mir den Krieg erklären würde. Weil dann weiß ich nicht, was dann sein Kompatre machen würde. Ja, das ist schön. Der darf das. Das wird dann interessant. Ob er dann auch auf seine Seite gehen würde? Wenn ja, haben wir ein kleines Problem. Oder wir haben ein kleines Problem. Beziehungsweise kein Problem, weil oben sind hier zwei Legionen, also Legionen von mir. Und in der Mitte ist auch eine Legion. Ja, mitten in sein Land. Also hätte er dann ein Problem. Die können dann schon ziemlich viel verwüsten, bevor er dann mit seinen Legionen kommt. Da muss ich schauen,
Da müsste ich schauen, dass ich schnell Geld herbekomme. Ja. So, Eigenschaften. Haushalt, Militär, Sabotage und Versuch. So, wo sind wir hier? Hier sind wir da. Hier sind wir da. Und hier sind wir hier. So, da bekomme ich ja Weg versperrt. Von wem? Da ist niemand. Achso, kannst nicht mehr weitergehen. Und du kannst auch nicht mehr weitergehen. Wieso ist der Weg dann nur versperrt, wenn ihr nicht mehr weitergehen könnt? Die haben schon, ja okay, die haben schon ein paar Einheiten, okay. Dann baue ich hier mal nochmal ein bisschen auf. Ja, ich gehe da lang, weil falls sie mir den Krieg erklären, dann, ja okay, der kann da trotzdem hin. Okay, hier kommt die zweite Fullstack. Und das ist ja nicht meiner. Also passt ja schon. Gut, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Wir sind schon durch. Ja. Mal schauen, was wir nächstes Mal so alles machen. Vor allen Dingen das Gute ist, der da hasst uns. Das ist sehr schön. Unerlaubtes Betreten gegen Räter. Das ist so ein Schmarrn, weil ich war in, beziehungsweise ich war da und dann hat er das Land erobert. Kann ich doch nichts dafür. Schwachkopf. So. Auf jeden Fall könnte es sein, dass wir noch sehr bald sehr viele Feinde bekommen, was ich ehrlich gesagt begrüßen würde. Ja. Dann bis nächstes Mal. Bye.